It's your boy, Mr. Tree. Willkommen zum heutigen Bäumchenpflanzvideo. Ich hatte ja versprochen, dass ich diesen Monat die Bäume noch nachlege, die noch gefehlt haben. Ihr erinnert euch, pro 100 Subs gibt es einen Baum. Wir stehen bei 10.300, 55 Bäume habe ich schon gepflanzt, fehlen also noch 48. Aber Moment, es kam noch was dazu, denn ihr habt in den Livestreams charitymäßig einfach nochmal 242 Bäume obendrauf gelegt. Nach Adam Riese sind das dann 290 Bäume. Ich packe einfach nochmal 10 drauf. 300 Bäume! Ich werde jetzt also nochmal 300 Bäume oben drauf packen, sodass wir insgesamt 355 Bäume rausgepresst haben. Da kann man auf jeden Fall schon mal klatschen. Das haben wir echt krass hinbekommen. Richtig krass. Ganz großes Dankeschön an jeden Einzelnen, der mitgemacht hat. Also sprich einfach durch den Sub auf dem Kanal, durch Geldspenden auf Twitch und so weiter und so fort. Dieses Charity-Spendenziel hatte ich jetzt, ich glaube, 2 Wochen. Online, kann das sein? Innerhalb von 2 Wochen habt ihr knapp 250 Euro rausgepresst. Dankeschön. Also ran an den Speck. 300 Bäume. Next. Ich mache hier wieder die Dummbabbler. Na? Meine Kontakt-E-Mail-Adresse von YouTube. Die Message ist wieder, YouTube wird grün und ihr macht mit. Ausrufezeichen. Achso, gut, das kann ich euch noch zeigen. Hier ist noch nichts Tragisches. Ja, hier auch noch nicht. Läuft. Auf und dahin. So, das wäre geschafft. Passt auf. Na? Na? Wir warten. Und da sind wir schon. You are a good human. Wir alle sind jetzt gute Menschen, ab jetzt. Und hier ist unsere Spende. Da man sich hier nicht anmelden kann, also zumindest habe ich keinen Knopf dafür gefunden, stacken die sich nicht auf unsere anderen Bäume drauf, aber das ist ja auch wurscht. YouTube wird grün und ihr macht mit. Sehr schön. Nochmal vielen Dank an alle, die mitgewirkt haben. Ich denke, jetzt haben wir schon mal eine ganz gute Tat getan. Ich hoffe, dass die Jungs hier nicht stehen bleiben, weil sie wollten ja 20 Millionen, ich glaube bis Ende des, achso, bis zum 1. Januar, ja, bis Anfang nächsten Jahres. Ist nicht mehr lange hin und es scheint im Moment zu stehen. Wir gucken mal. Ja, nach uns kam jetzt diese eine Spende. Letztes Mal habe ich gedrückt, nach ein paar Sekunden, da kam dann direkt 10. Aber ja, also selbst wenn es nicht voll wird, ne, 16 Millionen Bäume, das ist schon Brocken. Also alleine 300 oder auch 2 Bäume sind schon was, ne? Vor allem, wenn es große Bäume sind. Als ich das auf Twitch erklärt habe, haben im Zuge dessen einige gefragt, ob die Sache mit dem Kindergarten noch steht. Ihr wisst ja, meine Freundin arbeitet im Kindergarten und wir wollten dafür oder für diesen Kindergarten im Speziellen mal Geld sammeln, weil sie Klettergerüste gebraucht haben oder ein neues Klettergerüst gebraucht haben. Da bin ich aber nicht aus den Puschen gekommen und dann hatte der Kindergarten selbst schon über gewisse Aktionen wie Kuchenverkauf und so weiter eben Spenden gesammelt und dadurch sich dieses Teil gekauft. Und aufgrund des Erfolgs hier bei dieser Spendenaktion, ich glaube, wir hatten 300 als Ziel drin, die fast voll geworden sind innerhalb von 14 Tagen, wurde dann eben gefragt, ob ich da nicht für den Kindergarten doch noch was machen möchte. Also von euch wurde das gefragt. Das können wir sehr gerne machen, aber dazu bringe ich nochmal ein eigenes Video. Ich habe mit meiner Freundin gesprochen, sie hätten auch tatsächlich, also natürlich immer Verwendung, Kindergärten haben immer Verwendung für sowas. Wenn ihr einen Kindergarten bei euch in der Nähe habt, wo eure Kinder sind, spendet denen was, wenn ihr könnt. Die sind irgendwie immer arm dran. Es geht ja um Bücher, die gekauft werden müssen und aber auch um Sachgeschenke, die ihr auch, falls ihr was rumfliegen habt, Playmobil oder sowas, an mein Postfach schicken könnt. Aber wie gesagt, ich mache da nochmal ein eigenes Video dann dazu. Jo, soweit so gut. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns dann morgen im nächsten Video und im Livestream. Haut rein. Ciao, ciao.